Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Daisy. Jo, wir sind wieder hier immer noch in Elektro. Sag mal hallo. Hi. Ja, und in der letzten Folge haben wir gesehen, wie wir sehr unerfolgreich gekocht haben. Wir haben immer noch Hunger. Das ist die Antwort. Also wisst ihr, wie gut es geklappt hat? Ich konnte meinen Arm reparieren, beziehungsweise einen Splint daran machen. Mir geht's wieder tutti frutti, ja. Und hier liegt eine Orange. Ich will erstmal aber Platz machen, weil wir haben irgendwie nie Essens- oder Trinkmangel. Ich weiß gar nicht, bei anderen Spielern, wenn man so Let's Plays sieht, haben die irgendwie immer Probleme damit. Wir sind vollgepackt bis oben hin. Richtig? Richtig. Richtig. So, aber ich habe hier irgendwie keinen Platz. Ich habe ein Also, Buch gefunden. das ist sehr gut. Bilde dich ein wenig. Ja, Frankenstein von May Mary Sally. Bitte wundert euch nicht über mein Inventar. Das ist Kraut und Rüben. Ich räume bei Daisy grundsätzlich nie meine Sachen auf, weil ich das nicht für wichtig erachte. Die Apokalypse ist hart genug. Da muss man nicht noch aufräumen, okay? Ist das klar? Jo. Nee. Ich kann hier gar nichts rausschmeißen. Was ist das hier? Alter, mach mal nicht so einen Krach. Ich will die Orange haben. Aber ich kann sie. Nimm du sie mit. Verdammt. Ich habe keinen Platz. Ja, auch nicht. Scheiß auf Vitamine. Vitamine werden überbewertet. Ich hab schon eine Kiwi, reicht doch wohl. Oh, ich habe gar kein Obst. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Ja, komm, jetzt lass mal weiter. Wir wollen mal ein bisschen mehr in den Norden. Hier ist ein hübscher Hut für dich. Der steht dir bestimmt. Ich vergesse immer die Tastenbelegung. Ich muss mir immer wieder ein bisschen eingewöhnen. Die einzige Taste, die ich nie vergessen werde, ist die Alt-Taste, um sich umzudrehen. Weil ich natürlich auch in Daisy wieder der absolute Schisser bin, der sich alle 3 Sekunden umdrehen muss. Könnte ja von irgendeinem Zombie gefressen werden. Seht ihr? Weil ich, selbst wenn ich andere Spiele spiele, dann probiere ich manchmal mich mit Alt umzudrehen. Ist ganz komisch. Diese Taste hat sich bei mir eingebrannt. In meinem Tastenkombinationsgehirn. Oh, hier ist ein Apfel. Ich kann ja so einen leckeren Apfel nicht liegen lassen. Meint ihr, ich kann das hier. Und der geht dann nicht kaputt? Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn die Sachen schon ruiniert sind. Ob dann das Essen auch schneller drin kaputt geht. Wahrscheinlich schon. Warte mal, wir Richtig suchen. übel. Bevor wir jetzt weiter nach oben laufen, also ich meine in den Norden, suchen wir mir jetzt nochmal. Oh, Börde! Klamotten. Ich brauche ein Oberteil. Ja. Egal was. Ich habe im Moment. Ich brauche einen Rucksack. Dann lass mal gegenüber rein, hinter eines Haus. Welches? Das hier? Das hier. Ist das ein Haus? Sieht voll hässlich aus. Ist doch kein Haus. Eine Bruchbude. Ja. Ach, das ist die Schule, Schrägstrich Krankenhaus. Ich weiß nicht genau, was es ist. Oh, und hier finden wir bestimmt was einiges. Du gehst rechts, ich links oder zusammenbleiben? Zusammen. Da kommt ein Zombie. Wo denn? Unten. Will er was von mir? Aua! Hat er gesagt, dass er mich sprechen will? Blute. Ja, selbst schuld. Ich krieg kein Mitleid. Die Apokalypse muss uns hart machen. Was liegt denn da? 2 Hüte. Wollen wir. Wir können uns die ja anziehen. Dann nennen wir uns Edgar und Wallace. Verbinde ich mir ganz schön. Wo bist du denn? Im Raum hier? Ja. Oder wir nennen uns Lollek und Bollek. Oh, eine Cola! Das habe ich gesucht. Hier ist Wasser. Ja. Oh, das Wasser! Sofort. Oh, hui! Hier ist ein Kreatin-Menü hier unten drin. Ich habe eine. Was, wenn ich eine? Ich habe eine Kantine. Du hast schon eine. Ja. Aber ich trinke das Wasser hier jetzt noch aus. Auch wenn da jemand reingepinkelt hat, ist mir egal. Ich habe Durst. Ja. Drink. Ist ja eine Nota-Cola. Ich trinke von einem fremden Kreatin. Ja. Du bist ja eklig. Warum machst du denn sowas? Würde ich ja nie machen. Ist er jetzt fertig hier? Bin fertig. Wie lange kann. Nee, der hier. Wie lange kann man brauchen, um eine Wasserflasche zu trinken? Da steht immer noch 67%. Ja, Ja, steht. meine. Hä? Weiß Ja, los jetzt hier. meiner schluckt und schluckt und schluckt und schluckt und kann Meiner sich ist nicht fertig mit entscheiden und Schlucken, schluckt aber und es. schluckt. Hatte gerade einen kurzen Back und schluckt und schluckt und schluckt und schluckt und schluckt. Ach, hier, diese Wasserflaschendinger sind ja buggy, ne? Ja. Oh, boah, hör auf damit. Nimm das aus dem Mund. Bäh! Channel Creatine Action? Was? Cancel. Ja.
Kann ich nochmal trinken? Lol. Trink doch! Du Horst! Du Horstkopf! Trink! Boah, ich habe ja keine Geduld für sowas, ne? Welcher wahnsinnig. Ich fahr schon mal vor, ja. Ja, fahr mal vor. Hol mal das Auto. Alter. Lass mich in Ruhe. Mach mich nicht wütend. Du blöde Wasserflasche. Fahr zur Hölle. Hoffentlich wirst du zum Zombie. Oh, ich hab einen Kompass. Oh. Aber auch kein Mensch, das Ding. Nee, wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer wenn wir mit einem Kompass rumgelaufen sind und akribisch drauf geachtet haben, in die richtige Richtung zu laufen, dass wir irgendwann am Arsch der Welt rausgekommen sind und überhaupt nicht da, wo wir hin wollten. Genau. Ja, das ist echt... Man muss mehr verlaufen, als wenn wir anders gelaufen sind, ey. Ja. Ich glaube, selbst wenn wir mit zuen Augen, mit der Hand so, ich gehe da lang, wären wir besser angekommen, als wenn wir nach dem Kompass gegangen wären. Echt, ey. So als würde man auf eine Karte so, mit zuen Augen. Wir laufen auch wie so eine Aliens, ne? Voll langsam. Du siehst voll komisch aus mit der Axt, wenn du so schleichst. Gehst voll komisch. Ach komm, wir laufen mal ein bisschen. Ist ja langweilig. Ja, ne. Ja. Hä? Oh, was denn? Nee, mein Charakter ist gerade wieder geschlichen. Oh, Vitaminbottle. Ja, die kann man immer gebrauchen in der Apokalypse. So ein paar Vitamintabletten fressen. Ich hab 18 Stück jetzt. Das reicht ja wohl. Draußen ist alles ruhig. Jetzt ja. Ja, ne, ich guck gerade aus dem Fenster. Hier ist eine Spraydose, aber das ist immer noch keine Klamotte. Ich brauche eine Klamotte. Aua, aua, ich hänge in der Tür. Was kann ja wieder nur mir passieren? Hüte gibt's wie Sand am Meer, ne? Wirklich, überall. Aber wenn du mal was Wirkliches brauchst, wenn's nur ein dummes T-Shirt ist, findest du nicht. Ist immer so. Doch, da liegt was. Was ist das? Ja, was bist du? Zeig dich. Das ist auch eine Mütze. Die fünfte Mütze in diesem Haus. War ich hier schon? Ja, ich glaube, hier war ich schon. Hier ist ein Gewehr. Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Das sieht gut aus. Hier ist eine Maus. Oh, ich kann durchs Dach sehen. Das ist irgendwie komisch. Aua! Aua! Hier ist ein Spieler! Fuck! Wo denn? Der hat mich von hinten mit einer Axt geschlagen. Ich habe ihn erschossen. Hast du mich nicht gehört, wie ich geschossen habe? Der haut mir ja von hinten mit einer Axt. Komm her, beschütze mich. Komm in den Raum. Ich muss mich verbinden. Ich bin ganz oben. Nicht, dass sie zu zweit waren oder so. Ich bin immer noch in dem Stock, den wir gerade waren. Der hat mich von hinten mit einer Axt... Ah, ich werde gleich ohnmächtig. Ich kann mich nicht verbinden irgendwie. Ich komme runter. Use. Scheiße, er hat mich von hinten mit einer Axt geschlagen. Ist er behindert oder was? Ich dachte erst, was ist das, ne? Ich dachte erst, es wäre... Du kommst die Treppe hoch, links, ja, an den Stühlen vorbei. Und dann die erste Tür rechts. An den Stühlen vorbei. Alter Schwede. Da schlägt er mich von hinten mit einer Axt. Ich sehe alles grau, ne? Ich dachte erst, das wären... Mal gucken, ob der noch lebt. Bist du endlich da? Ich höre dich die ganze Zeit laufen, aber ich sehe dich nicht. Bist du das? Ja. Ja, der hat mich von hinten geschlagen, Alter. Ja, hinter dir ist ein Zombie, hinter dir ist ein Zombie. Schieß drauf, scheiß drauf. Alter, der hat mich von hinten mit einer Axt geschlagen. Ja, der hat auch keine Waffen, ne? Ja, deswegen. Ist der lebensmüde, mich anzugreifen? Aber ich sehe ganz grau, ne? Ich muss unbedingt irgendwas essen oder ein Salimbag. Ich muss mal gucken, was ich habe. Sicher mal die Gegend, nicht, dass da noch jemand war. Ja, ja, ich hab... Der hat keine Axt gehabt, der hat eine Spitzhacke gehabt. Warum greifen der mich an? Ist der irre oder was? Ich habe eine M4 in der Hand. Ich meine, er hat zwar fast geschafft, aber... Ich bin schon wieder, hab schon wieder gebrochen, ne? Der hat echt auf mich eingehackt. Vor allem ich erst so... Ist das ein Zombie? Dachte ich, ne? Als Ärztin, und dann dachte ich, du bist das. Ich drehe mich um und steht einer mit einer Axt oder irgendwas. Und ich dachte erst, du haust auf mich ein, so aus Versehen oder keine Ahnung. Wen hätte ich so gesagt? Alter, ey. Was ist denn das hier? Bloodbag-Kit? Starter-Kit? Ich brauche auf jeden Fall ein Celine-Bag. Ja, mein Celine-Bag. Ja, ja, ich hab was. Create. Wo ist es denn jetzt? Liegt da vorne. Wo ist es denn? Ah. Vor dir. Alter Schwede, ich habe voll die Panik geschoben. Entschuldigung, falls ich geschrien haben sollte, aber... Meine Fresse, ist der doof. Kann ich mir das nicht geben? Ich glaube, man kann sich das nicht selber geben. Ich glaube, du musst mir das geben.
Ich muss dir das hinlegen, du musst mir das geben. Ich glaube, das kann man sich nicht selber injizieren. Alter Kacke, ey. Da, ich hab's da hingelegt. Meine Fresse! Herzinfarkt! Herzinfarkt! Der hackt ja auf mir rum! Wo kam der denn her? Ich hab den nicht gesehen! War auf dem Dach oder so oder auf dem Ding? Wahrscheinlich! So, jetzt habe ich. Gif? Ja, Gif Celine. Ja, dann bleib doch mal stehen, dann kann ich es doch geben. Ich bin stehen. Start into Gifland into Jailer. Ja, ja, insert. Insert, ja. Ich kann kein Englisch, tut mir leid. Ja, dafür bin ich ja da. Richtig. Read Action? Nein. Killer has success. Okay, du hast mir das successfully gegeben. Steht bei dir irgendwie Cancel Action oder ist schon fertig? You have Celine, ja. Okay, danke schön. Ist zwar noch nicht viel heller, aber gut. Alter, hat der auf mich raufgekloppt. Und der hat meine Sachen kaputt gemacht, ne? Ich brauche jetzt auch eine neue Weste. Ja, was hat er denn? Guck doch mal ihn an. Ja, ja, ich kann den nicht plündern, komischerweise. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Nee, dann steht der nicht da, wo er liegt. Dann ist der nicht da, wo er liegt gerade. Müssen wir mal durch. Ach, ich wollte eigentlich das hier aufsammeln und dann kommt der von hinten und ich habe mir noch total verjagt, weil ich dachte erstmal, es ist ein Zombie, als ich dieses Duff und dann diesen grauen Bildschirm gesehen habe. Und im nächsten Moment drehe ich mich um, total lautlos, steht der hinter mir und ich dachte, das wärst du. Ich kann auch diese Jacke hier nicht aufnehmen, die ich gerne haben möchte. Ich probiere es mal im Ego-Mood, Ego-Perspektive. Kann ich auch nicht. Total komisch. Das ist ärgerlich, wenn man Sachen nicht nehmen kann, die man unbedingt braucht. Ja, ich kann ihn noch nicht plündern, nichts. Meine Fresse, ey. Puh. Ja, Action pur hier, Leute. Oh ja, nehmen. Leg die mal wohin, bitte. Okay. Ja. Puh, da hackt er mit einer Späßhacke auf mich ein. Erstmal bringen, ne? Steht jemand voll equipped, weißen Militärhelm, M4, dicken Rucksack und kommt da an und versucht mich von hinten zu hacken. Ich wollte erst Messern sagen, aber ich kann es immer nicht nehmen. Ist ganz komisch. Warte mal, ich probiere das mal anders. Ja, jetzt geht's komischerweise. Nein! Fail! Ich möchte die schwarze, bitte. Danke. Jetzt bin ich angezogen. Aber da passen aber nur zwei Sachen rein. Das ist sowieso geil. Die anderen Sachen sind ruiniert. Ruinierte Sachen kann man nichts mit anfangen. Ach, du wolltest mir auch dein Nähkit geben. Ja. Badly damaged, badly damaged, ruined, ruined, badly damaged. Können wir alles hier lassen. Was ist voll doof, dass was ist denn am wichtigsten? Wir ihn nicht ausrauben können. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir dem mal durchs Gebäude laufen. Ja, Naked? Das ist mein. Ja, liegt dort doch. Danke. Ey, ich hoffe, der war alleine, ey. Okay, die sind wieder sauber. Die sind ruiniert, das ist in Ordnung. Okay. Ja, kannst du wieder haben, dein Naked liegt da. Du Mist, wie du hast mir einen halben Schrecken eingejagt. Naja, komm, wir müssen. Ich hab gedacht, wo du gesagt hast, komm runter. Ich hab gedacht, der lebt noch. Nee, nee. Aber trotzdem, er hätte ja noch Unterstützung haben können. Ich habe die ganze Zeit Schritte gehört. Ich wusste nicht, dass du das bist. Ja, das bin ich. Ich war genau über dir. Dass man den nicht looten kann, ist schon ein bisschen kacke, ne? Ja. Ich meine, der wird nichts so Besonderes gehabt haben, also nach seiner Ausrüstung. Ich wollte gerade sagen, der hat noch hier so eine Russenmütze auf dem Kopf, ey. Ich versuche mal was zu trinken. Ja, ich guck mal kurz auf dem Dach, ob da jemand ist. Ja, danke. Und mein Arm ist gebrochen, wir brauchen wieder Stöcker. Schon wieder? Ja. Ich bin schrecklich, ne? Schon wieder. Kann ich mal aufhören damit. Also die nächste Aufgabe wird wieder sein, Stöcker zu sammeln. Ist total spannend hier. Ihr seht immer Abwechslung. Warte mal, habe ich hier. Ich hab warte mal. Was? Ich konnte irgendwas hier plündern gerade. Ja, der liegt ja auch irgendwo im Flur, offiziell. Oh. Warte hier so.
Ich trinke noch eine. Ich weiß gar nicht. Oh. Kommt hier. Wer will noch was? Er hat noch nicht. Ich würde auch gerne seine Leiche verstecken. Einfach nur, weil er so gemein war und mich um mich von hinten zu. Oh! Mini, pass auf, ja, ich ja, dir. Ja, ich seh's. Darfst du es oder soll ich machen? Schießt du? Ja. Ich hab's vergessen. Wahnsinnig? Blute schon wieder. Ja, verbinde dich mal. Wenn du noch was. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Salimbeck hab. Verbinde du. Mich aber. Böser Mann, du. Du böser Mann. Tschüss. So. Ich habe immer noch eine Sprite, das ist voll buggy. Ich kann die 500 mal trinken, wie es aussieht. Ja, doch froh. Ja, ich freue mich auch. Weil ich sehe die auch nicht in meinem Inventar. Ich weiß gar nicht, wo der die Ach hat. Ach so, ja. Hast bestimmt einen Platz. Die ist immer noch da. Die ist für immer da. Ich habe für immer trinken. Was denn? Ich habe diesen Bug nicht selber provoziert. Der ist einfach da, dann nutze ich ihn aus. Da ist er, da ist er. Wer denn? Geh mal kurz, geh mal kurz. Jetzt hast du mich weggeschoben. Entschuldigung. Wo ist er denn jetzt nochmal? Da ist er, da ist er. Dem gerade hat ihn gerade hier. Da, da ist er noch. Da. Es gibt noch Idioten, die in Elektro. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und? So, was hat er denn alles hier? Der hat aber. Ah, ich hab ihn auch. Was hat denn der? Kompressus Arrow? Alter, ich hab auch so auf den draufgezimmert. Ne, ich hab nur noch so rumgesprayt. Ich war so perplex einfach. Alles ruiniert. Ah ja, der Stöcker, der aber ist auch ruiniert. Schade. Was die hat Waffe denn der? Eine Waffe hat er, eine CR-75 hat er. Der wollte einfach nur richtig cool sein, weißt du, und mich von hinten erschlagen. Aber ganz ehrlich, es ging nach hinten los, wie man sieht. Toll, muss ich ihn gleich ganz kaputt machen? Ich hab ihn aber echt durch... Die Waffe ist noch in Ordnung. Ja, die Waffe hab ich selber. Ich hab den aber echt zerstückelt, ne? Jetzt, du kannst es dann mal mit mir angucken, die Folge. Ich mach nur noch so brrrr durch die Gegend. Einfach weil ich hab mich umgeregt und mich so erschrocken. Ich hab ja so ein ganz leichtes Nervenkostüm nur. Ich halte ja sowas nicht aus, ne? Wollen wir hochgehen? Ich will jetzt nicht für Ewigkeit in diesem Raum hier rumsitzen. Nee, ach schade, ich hab kein Magazin dafür. Naja, doch, aber es ist kaputt. Ist doch so ein silbernes. Ja, das ist aber für die P1, das ist aber nicht für die C75. Du hast schon geguckt oben, ne? Ja, oben ist nichts. Achso. Oben ist nichts. Oben ist nichts. Naja, wenigstens eine Jacke, aber dafür hat er mir meine Weste kaputt gehauen. Klasse. Eine Jacke gewonnen, eine Weste verloren. Na, den hast du so durchlöchert, dass wir noch nicht mal was mitnehmen können von dem. Ja und? Wenigstens hat er die Strafe bekommen. Stell dir mal vor, der hätte mich getötet, ey. Ist doch... Ich könnte froh sein, der hat nämlich ordentlich getroffen. Ich habe ja auch einen gebrochenen Arm oder Bein. Arm, schon wieder. Rechte und der linke. Jetzt darf ich mit Gips rumlaufen, mit beiden Armen. So, dann lass mal wieder hinten im Wald gehen. Ja, bin total happy. Because I'm happy. Da kommt ein Zombie an. Ja. Warte. Zombies können mich jetzt nicht mehr schocken. Indem ich einen Verrückter mit einer Spitzhacke umbringen wollte. My Bloody Valentine, Alter. Sieht scheu. Falls ihr den Film kennt. Jetzt habe ich ihn. Wo ist sie denn? Sie? Ja. Hast du eine Sie kennengelernt? Wollen wir gehen mal wieder zu seinem Lieblingsbaum? Zeigen wir genau das wieder in der letzten Episode? Ja, weil wir es können. Und ohne Scheiß, letzte Episode war es ungefähr genau die gleiche Zeit, die wir aufgenommen hatten. Dann waren wir wieder hier. Oh. Ich glaube, da liegen sogar noch keine Links. Soll ich verbinden oder machst du, willst du machen? Oh, ich mach das schon. Ich habe hier noch so eine alte Gammelbandage, die benutze ich jetzt mal. Gut. Ich schütze dich so lange. Ja, bitte. Vielleicht kriege ich sonst wieder eine Spitzhacke in den Kopf. Das muss aber, die Eier musst du aber auch erstmal haben, ne? Bei jemandem, der so krass bewaffnet ist, von hinten nicht reinzuschleichen, obwohl du eine Waffe hast, aber wahrscheinlich hatte der keine Muni dafür. Und den dann, Hat er auch nicht gehabt. Der hatte irgendwas Munition 22er. Und hat er sich mit dem falschen Squad angelegt hier. So, bin wieder 1A. Wollen wir weiter? Ja, dann kommen wir her. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt die Episode. Wir sind genau an der gleichen Stelle, wie wir in der letzten Episode beendet haben.
Ja, aber ich musste mich halt wieder verbinden, weil ein Irrer mir seine Spitzhacke in den Kopf rammen musste. War mein Arm wieder gebrochen und wir konnten immer noch nicht los. Außerdem wollte ich ja eigentlich eine Jacke suchen. Das war ja eigentlich nur das Ziel, aber in dem Moment hat er mich ja dann umgehauen. Ja, es Ups. war ein bisschen nervenaufreibend, auch wenn wir jetzt noch am Ende an der gleichen Stelle rumgehangen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.